Ja, das bin ich. Ich bin 34 Jahre alt, lebe jetzt seit 2008 in Leipzig. Und als ich meinen Freunden erzählt habe, dass ich heute Abend hier über mein Scheitern spreche, haben die gesagt, du hattest doch gar keinen Fuck-up. Und da ist mir bewusst geworden, dass die Leute, die hier mich in Leipzig kennen, darüber gar nichts wissen. Und das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer, das von mir preiszugeben, was eigentlich in den letzten Jahren nicht so geklappt hat. Alles begann eigentlich dort, in der Nähe von Stuttgart, Ostfildern, ein kleiner Vorort von Stuttgart. Ich habe während meiner Kindheit mich immer schon mit den Themen Singen und Tanzen beschäftigt. War also im Chor, war im Tanzkreis, habe Musikspezialklasse besucht, habe danach Sprechwissenschaft und Phonetik studiert in Jena und habe dort eine Freundin kennengelernt. Die heißt genauso wie ich, Christine. Das war ganz witzig, dann später in unserer Zusammenarbeit, Christine und Christine, beide auch mit K geschrieben. Und diese Christine hatte eine Tanzschule und hat mit mir zusammen Sprechwissenschaft und Phonetik studiert. Und sie kam dann am Ende des Studiums zu mir und sagte, Mensch, du arbeitest doch schon lange bei uns in der Tanzschule. Ich habe einen Mann kennengelernt bei Stuttgart, Ostfilde. Der hat eine Softwarefirma. Der hat viel Geld und der will mich unterstützen, meinen Traum zu verwirklichen. Hast du nicht Bock, mit mir das gemeinsam zu machen? Ich kann das mit den Erwachsenen, du kannst doch so gut mit Kindern. Wir machen eine Tanzschule auf, ein Kommunikationszentrum, bieten noch Therapie mit an und mein Freund, der macht noch ein Fotostudio rein. Und wir holen uns einen Gründungszuschuss, damit mein Freund nicht alles übernehmen muss. Wir sind richtige Gründer. Und dann machen wir das gemeinsam. Ich stelle dich an, kann dir natürlich nicht ganz so viel Geld bezahlen am Anfang. Ist ganz klar, du kriegst 1000 Euro, bin ich dann mit 800 Euro nach Hause gegangen. Und ja, hast du Bock drauf? Dann komm doch mal runter, dann zeige ich dir das mal. Und wie geil ist es denn, direkt nach dem Studium einen Job zu haben? In Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart, wo die Leute noch Geld haben. Und dann auch noch was, wo ich mich selbst verwirklichen kann. Wo ich tanzen kann, wo ich Kommunikationstrainings geben kann und wo ich von Anfang an dabei sein kann. Dann bin ich da runtergefahren und das war das, was mich erwartet hat. Dieses alte Fachwerkhaus hatte er sozusagen gekauft und diese untere Ebene in dem Fachwerkhaus sollte dann unser gemeinsames Projekt werden. War alles noch eine Baustelle. Und sie hat mir erzählt, hier kommt der Tanzsaal hin und dort der Seminarraum und das wird die Lounge und wie wollen wir denn die Wände machen und was für Möbel wollen wir und so weiter und so fort. Ich konnte mir das alles gar nicht vorstellen. Aber es wurde Wirklichkeit. Ich konnte mich richtig austoben. Ich konnte alles mitgestalten. Ich hatte Mitspracherecht. Wir haben dann gemeinsam dieses Programmheft entworfen. Da könnt ihr nachher gerne mal reinschauen. Tanztherapie, Kommunikation und Fotografie. Ein ganz dickes Heft, haben wir alles selbst gemacht. Auch das, was da drin steht. Naja, gut, ich will nicht vorgreifen. Wie ging es weiter? Dieses Prospekt mussten wir dann natürlich auch an den Mann bringen. Ja, wir wollten die Stilkantine öffnen und deswegen haben wir uns entschieden, da wir ja alles selbst gemacht haben, diese Prospekte in den Briefkästen zu verteilen. Das Problem ist aber, da gibt es nicht so viele Hochhäuser wie hier, sondern das sind alles einzelne Häuschen, schön mit Vorgärten und so weiter. Und wir beide haben uns eine Woche lang ins Auto gesetzt, von früh bis abends, haben diese Prospekte in jeden einzelnen Briefkasten gesteckt. Und das Foto entstand an einem der letzten Abende. Deswegen, also, ne, man sieht schon, es war sehr anstrengend, aber es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil es eben wirklich was war, wo ich gesehen habe, dass Potenzial drin steckt. Da hatten wir dann schon eröffnet. Die Eröffnung war ein Riesenerfolg, obwohl ich habe mich bei der Eröffnung, genau an dem Tag, wir wollten schön Schokoladenfondue machen, habe ich mir in den Finger geschnitten. Bin dann noch in der Notaufnahme gelandet, es wurde genäht und dann habe ich den ganzen Abend mit dem Finger so nach oben hinter der Bar gestanden und die Gäste begrüßt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon nicht so ein gutes Zeichen war, keine Ahnung, vielleicht. Ja, da hatten wir schon eröffnet und wir hatten auch unsere Räumlichkeiten zur Vermietung bereitgestellt. Also kamen auch immer mal Hochzeitspärchen vorbei oder Geburtstags, Familienfeiern, was auch immer. Und es war gerade so ein Termin gewesen und in der Pause
bin ich schnell mit meinen ordentlichen Klamotten und der Christine losgefahren, den Müll wegzubringen. Denn wir haben alle Möbel selbst gekauft. Wir haben die alle selbst aufgebaut. Wir haben das Geschirr selbst gekauft. Also wir haben wirklich alles mit der Hand selbst gemacht und mussten dann natürlich auch selbst den Müll entsorgen. Und dann entstand dieses Foto und ich finde, das sagt einfach so viel über unsere Arbeit aus. Und wir hatten natürlich auch ganz viel Spaß. Wir haben dann noch eine Kollegin aus Jena mit dazugeholt, die auch in der Tanzschule war. Mit der habe ich dann zusammen den Kindertanz gemacht. Wir hatten eine Faschingsfeier, wir hatten eine Halloweenfeier, wir hatten Hochzeiten, Geburtstage. Und ja, so schwer wie es auch manchmal war, weil wir eben wirklich alles alleine gemacht haben, umso mehr hat das dann entschädigt. Wenn wir gemeinsam mit den Gästen dann feiern konnten oder wenn wir gewusst haben, wir haben es geschafft, diese Hochzeitsgesellschaft gut zu versorgen. Dafür mussten wir nämlich in den großen Saal die ganzen Tische und Stühle aus dem Keller hochschleppen, mussten die dann dekorieren mit Tischdecken, Gläsern und so weiter. Dann haben wir die Deko selber gemacht, dann haben wir das Programm selber gemacht, dann waren wir selbst einkaufen, wir haben die Getränke selbst eingekauft und durch die Gegend geschleppt. Also wenn so eine Feier vorbei war oder wenn es dann schon später war und die Gäste zu Hause waren, haben wir dann auch richtig es krachen. Ja, es lief etwa ein Jahr und dann hat sich etwas verändert. Dann war es so, dass plötzlich die Kunden wegblieben und wir uns überlegt haben, warum kommt denn niemand mehr? Und über Umwege haben wir dann erfahren, dass das Gerücht herumging, wir wären Scientology. Zwei Mädels aus dem Osten, ja, kaufen so ein Riesending, bauen da eine super moderne Location rein, haben so ein dickes Programmheft mit tausenden von Angeboten, die sind dann nur zu zweit. Wie machen die das? Und dann haben wir die Presse eingeladen und haben Interviews gegeben, haben gesagt, wir sind Gründer, wir haben uns den Gründerkredit geben lassen und so weiter und so fort. Das hat aber alles nichts mehr gebracht. Und dann kam dazu, dass meine Chefin bzw. Freundin dann auch noch gesundheitliche Probleme bekam und für längere Zeit in die Klinik musste. Ich weiß heute nicht mehr, das war 2008, ja, aber ich weiß heute nicht mehr, ob es 6 Wochen waren, ob es 8 Wochen waren, ob es 3 Monate waren, ich kann es echt nicht mehr sagen. Wir hatten das Thema vorhin schon mal, vielleicht ist es echt Verdrängung. Ne? Denk mal einfach heute nicht mehr drüber nach, wie lange das war. Und in dieser Zeit, wo sie in der Klinik war, habe ich den Laden alleine geschmissen. Unsere dritte Freundin Sarah ist nach einem halben Jahr wieder zurück nach Jena gezogen, weil wir sie einfach nicht mehr bezahlen konnten. Ja, und dann ging's los. Früh ab um 10 musste das Büro besetzt sein. Nachmittags waren die Tanzkurse. Am Wochenende waren die Events. Und ich stand von früh um 10 bis Mitternacht so gut wie jeden Tag in dieser Location. Über mehrere Wochen. Und da hat man natürlich dann auch viel Zeit nachzudenken. Dann habe ich so gedacht, Mensch ey, so cool das hier alles ist, für 800 Euro, ich habe kein Privatleben hier, ich habe keine Freunde dort kennengelernt und dann kriege ich nicht mal richtig viel Geld. Wie ist das denn jetzt mit dieser ganzen Illusion? Schaffen wir das überhaupt? Das Geld wurde immer weniger. Ich habe es zwar gesehen, weil ich die Finanzen verwaltet habe, aber wer schmeißt sowas hin? Also habe ich Power gegeben, gemacht. Dann kam meine Kollegin oder Freundin wieder aus der Klinik. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gemeinsam entschieden, dass es so nicht weitergehen kann, weil sie mich nicht mehr bezahlen konnte. Und somit musste ich dann wirklich mich dafür entscheiden, dieses Projekt zu verlassen. Mein Traum, wo ich dachte, ich werde dort unten alt, Kinder heiraten, guten Job, gutes Geld, viele Freunde, aber nichts von dem war da. Und dann saß ich da, was machst du denn jetzt? Ich habe dann relativ schnell einen Job gefunden bei den Schwabenquellen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist eine große Saunalandschaft in Stuttgart. Am Empfang. Es war der heiße Sommer 2008. Wer geht da in die Sauna? Vielleicht so 5 Leute in einer Stunde. Und ich hatte 8 Stunden Dienst. Und dann war es natürlich, hat man auch ganz viel Zeit nachzudenken. Aber das Geld hat gestimmt, 3.000 Euro, das war der Hammer für mich. Ja. Von 800 auf 3.000 Euro, wie geil, da steht man auch mal 8 Stunden am Empfang und lächelt. Aber
eben nicht auf Dauer. Ja? Und dann kam die große Frage für mich, ich muss etwas verändern hier, das geht so nicht. Aber was machst du denn? Also ich hatte ja auch keine Freunde, mit denen ich dort reden konnte. Ich hatte keinen Partner, ich saß alleine zu Hause und habe gedacht, irgendwas musst du anders machen. Okay, wenn du dann also die Möglichkeit hast, nochmal ganz von vorne anzufangen, dann wieder zurück Richtung Heimat. Berlin, Dresden oder Leipzig? Dresden kenne ich, da wohnen meine Großeltern, hat mir nicht ganz gut gefallen. Leipzig kannte ich auch von meiner Freundin, die ich mit 14 kennengelernt habe. Also war ich oft in Leipzig. Berlin, auch cool, aber zu groß. Gehe ich doch nach Leipzig. Habe ich das meinen Eltern erzählt und meine Eltern, bist du bescheuert? Hast du einen Job dort? Nein. Hast du einen Mann kennengelernt? Nee. Aber du hast doch da gar keine Freunde. Ja, ich weiß. Da kannst du doch nicht einfach nach Leipzig ziehen. Na doch. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin einfach so nach Leipzig gezogen. Und dann saß ich in Leipzig und wusste nicht, was soll ich denn machen? Ich hatte mich beworben beim MDR, da bin ich in der zweiten Runde rausgeflogen, weil ich keine journalistische Erfahrung hatte. Ich habe mich als Erzieherin, Kindergärtnerin beworben. Da haben sie mich nicht genommen, weil ich überqualifiziert war. Dann habe ich gedacht, okay, du hast jetzt noch, ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit man noch hatte, ein, zwei Monate, hätte ich noch Zeit gehabt, mich für diesen Gründungszuschuss zu bewerben. Diese 800 Euro waren das, glaube ich, damals, 300 Euro plus 500 oder irgendwie so. Aber mit was? Naja gut, dann nehme ich das, was ich schon gemacht habe, Tanzen. Und Kommunikation nimmst du auch gleich mit rein. Und dann habe ich da innerhalb von zwei, drei Wochen ein Konzept geschrieben mit utopischen Zahlen, weil mir bei der IHK gesagt wurde, ich muss da Zahlen reinschreiben, sonst bewilligen die das nicht. Wo ich gedacht habe, das ist doch total, das werde ich doch niemals erreichen. Schreiben Sie es einfach rein. Ja, okay, schreibe ich es halt rein. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe Tanzkurse gegeben. Und dann habe ich gemerkt, dass man mit Tanzkursen kein Geld verdienen kann. Man muss die GEMA bezahlen, man muss den Raum anbieten und wer einen Tanzkurs machen will, zahlt maximal 15 oder 20 Euro pro Stunde. Wie soll ich denn davon leben? Dann saß ich da und habe gedacht, oh Mann, ey, du kannst dich doch nicht immer irgendwo einmieten. Du brauchst eine eigene Location. Und dann habe ich mir eine kleine Einraumwohnung angemietet und dort führe ich bis heute meine Trainings durch. Und ich hatte aber das Geld damals gar nicht. Also bin ich auf 75 Euro hochgegangen die Stunde. Und da kamen Männer mit Blumensträußen, mit Geschenken, aber die wollten kein Sprechtraining. Da habe ich gedacht, irgendwas machst du immer noch falsch. Und das Problem ist, man kann niemanden fragen. Wer macht denn schon sowas wie ich? Wen soll ich denn fragen? Und dann ist es wirklich so, du stehst immer wieder vor Fragen und kriegst keine Antworten. Und dann sagen dir alle, du musst das so machen, du bist in Leipzig, du darfst nur 20 Euro nehmen. Und ich weiß aber, von 20 Euro kann ich nicht leben. Und dann triffst du auf Menschen, die plötzlich dir sagen, wie es geht. Einer davon ist heute auch da, das ist der Markus Dobler. Der hat einen ganz großen Anteil daran, dass ich heute da bin, wo ich bin. Denn heute nehme ich 300 Euro die Stunde. Und es funktioniert. Es bezahlen Privatpersonen. Und ich könnte noch mehr Geld nehmen. Das ist das Krasse da drin. Ne? Aber wenn ich vor 4 Jahren die 300 Euro ausgesprochen hätte, hätte ich es nicht geschafft. Aber der Markus hat es geschafft, mich zu coachen, meinen Selbstwert zu stärken und hat gesagt, mit 100 Euro brauchst du bei einer Firma gar nicht anfragen. Und da hatte ich auch ein cooles Erlebnis bei der Post. Ich glaube, es war im 3. oder 4. Jahr, hatte ich einen Termin mit 2 Leuten von der Deutschen Post. Und die sagten zu mir, Mensch, was machen Sie denn so, wir interessieren uns für einen Workshop. Und ich habe denen erzählt und die waren begeistert. Und dann haben die gefragt, wie viel kostet das jetzt? Und dann habe ich gesagt, 300 Euro für den ganzen Tag. Und da guckten die sich beide an und da wusste ich, oh Scheiße. Die haben mich nicht gebucht. Aber der eine von denen hat mich letztes Jahr auf der Personal Köln gesehen. Das ist eine der größten Messen. Und der hat gesagt, Mensch, Frau Klug, was Sie erreicht haben, Ihr Vortrag, der war spitze. Toll, was aus Ihnen geworden ist. Und genauso ist es auch. Ich kann euch echt nur sagen, sucht euch Menschen, die euch nach oben bringen wollen. Und wenn ihr oben seid, versucht andere Menschen wieder nach oben zu bringen und zu motivieren.
etwas, was mich schon meine ganze Zeit in Leipzig begleitet, sind die Toastmaster. Ich weiß nicht, ob jemand schon was davon gehört hat. Das ist eine Vereinigung, kommt aus den USA. Wir treffen uns, um unsere Redefertigkeiten und Führungsfertigkeiten zu trainieren. Und der Dirk, der ist heute auch da, der hat mich 2010 zu den Toastmasters geschleift. Kannst du Englisch? Ja, dann komm mal mit. Dann war ich dort und dachte, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Aber ich habe gemerkt, was dahinter steckt und habe gesagt, wenn es das auf Englisch, ach Quatsch, wenn es das auf Deutsch geben würde, dann hätte ich da Bock drauf. Und dann hat der Dirk gesagt, dann lass uns doch einfach einen deutschen Club gründen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir 2010 den Deutschen Toastmaster Club gegründet. Er ist sozusagen ein Teil meiner Familie hier geworden. Es ist eine super Art der Weiterbildung, denn wir müssen uns auch immer weiterbilden. Und ja, ich kann sagen, jetzt nach den 7 Jahre, total krass, im Januar habe ich festgestellt, ich mache das, was ich jetzt mache, schon 7 Jahre. Und es ist noch nicht zu Ende. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht in 5 Jahren wieder hier stehe und ich mein neues Fuck-up erziele. Ich hoffe es nicht, denn ich habe begriffen, dass wenn man seinem Herzen folgt, ja, wenn man einen Traum hat, dann kann man den auch selbst verwirklichen. Man braucht zwar die Unterstützung von anderen, aber man muss sich nicht unbedingt an andere dranhängen. Und ich weiß, dass ich so eine große Verantwortung für mich und meine Firma selbst übernehme, dass ich nicht nochmal scheitern werde. Ich werde dann versuchen, einfach den Umweg zu gehen über eine andere Richtung, um dann wieder sagen zu können, ey, was ich geschafft habe, das ist was richtig Cooles. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr so etwas auch erreichen könnt.